So, willkommen zu einer neuen Folge. Nachdem die letzte etwas kürzer war, wird diese vielleicht etwas länger. Mal gucken. So, wir haben alle Geheimnisse jetzt hier erwischt. Und die Framerate kackt wieder ab. Ich weiß gar nicht warum. Das Spiel mag mich gerade nicht. Oder irgendwas läuft jetzt im Hintergrund. Komm ja schon. Jetzt müsste ich bloß wissen, wo sie ist. Mein Held. In Zeitlupe geht's jetzt zum Helikopter. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Ich konnte mich kaum bewegen, musste kriechen. Und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Passen da niemals durch, Caroline! Doch werden sie. Vertrau mir. Pass uns doch nie! Bist du fertig mit dem Gejammer? Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja?
William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt meine Aufnahme Pause machen und gucken, warum das jetzt so laggy laggt. Und dann machen wir in der nächsten Session weiter. Ich bedanke mich. Bis gleich. Oder auch nicht. Jetzt geht's wieder. Wollt ihr mich verarschen? Zu früh gefeuert. Also doch Pause. Bis gleich. Ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? So, da sind wir wieder. Aber die Framerate ist trotzdem noch total im Arsch hier, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Kann ich echt nicht verstehen. Es ist eine neue Session. Der Rechner ist mittlerweile neu gestartet. Ich habe keine anderen weiteren Programme laufen. Und trotzdem geht es gerade so derbe in die Knie. Und bevor ich mit der Tussi rede, gucke ich mich lieber nochmal um. Ich glaube, ich habe das für mich auch noch persönlich gerade zu leise eingestellt. Schraub mal meine Kopfhörer lauter. Ah! Sehr schön. Jetzt geht's. Sind das jetzt neue Artikel oder immer noch die alten? Sind immer noch die alten. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ich frage mich, ob man jetzt immer noch mal wieder schlafen könnte, wenn man das vorher verpasst hat. Kriegen wir jetzt wieder eine Figur? Sehr geil. So, wir sind noch unten. Wenn dem so ist, vielleicht kriegen wir noch ein Bonuslevel vom alten Wolfenstein zu sehen. Mal gucken. Schade. Scheint noch das Original-Level zu sein. Verdammt! Drei Schüsse brauchen die also. Nun gut, wenn es wieder gleich Level ist, dann können wir auch ein bisschen durchwaschen. Hey, du! Stopp! Oh nein! War das letztes Mal auch schneller? So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Seite jetzt die richtige war. Schon mal nicht. Feuer!
das so gewollt ist, dass die immer genau vor der Tür stehen. Da ist noch Schutzschild. Oh Gott. Jetzt geht die Frame wieder in die Knie. Jetzt geht's wieder. Schon wieder vor der Tür. So, jetzt haben wir gleich keine Munition mehr für das Ding. Ich glaube links ist die richtige Seite. Oh, tschüss. Okay, wenn man es verpasst hat, kann man es also nochmal machen. Schade, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn jetzt ein weiterer Level dazu gekommen wäre. Ach da. Bitte. Kann man jetzt hier noch was entdecken irgendwie? Bobbys Brief, okay. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Ach ja, die Anja. So, Schimmelbeton. Geh zum Archiv. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hoch? Wir brauchen den Schlüssel, Idiot. Fergus Reed war vorhin hier. Jawohl. Er hat den Schlüssel. Jetzt ist auch auf einmal hier die Tür offen. Der wird irgendwo da stecken. Wir müssen zu 3. Da ist aber abgeschlossen, theoretisch. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Das ist unser Hangar-Eingang. Oh yeah. Auch wenn es eigentlich naja. Oh! 101. Sieht ein bisschen aus wie eine Vault-Tür. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Max? Max Hals? Ja, ja, das sehe ich ganz genau so. So, gibt's hier was zu holen? Scheinbar nicht. Achtung, Schimmel. Hubschrauber müssen die Abdeckung weggeblasen haben.
Unser Ziel wird doch aber eben hier, ne? Ah. Das ist ein Schimmelfleck. Brauch eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Oder kann ich es annehmen? Wir können nicht unser Laserding auswählen. Ja, geil. Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Alles klar, Klaus. Zurück an die Arbeit. Die erledigt sich im Allgemeinen nicht von selbst. Mensch, sind die nett. Helfen uns auch gleich hoch mit einem Seil oder so. Können wir... Neben C war das ja. Können wir nicht. Wow, nicht schon wieder. Na Prost, wie soll ich denn da vorbeikommen? Okay, ich habe gerade keinen Plan, ehrlich gesagt. Ob ich das Ding mit Schüssen außer Betrieb setzen kann? Das Ding weiß jetzt schon, wo wir sind. Okay. Rüstung, wozu kriegen wir hier Rüstung? Was haben wir da? Medizin brauchen wir momentan eh nicht. Aber hier, genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh. Cool. Nun gut, jetzt wird Zeit für eine Folgenpause. Spitze, bedanke mich. Bis dann.